Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ich habe es euch ja schon eine Weile versprochen. Heute kommt das Video zu der Charlotte Tilbury Skincare Review. Yay! Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Es waren ein paar Produkte dabei, die ich auch wirklich, wirklich gut finde. Und es waren auch ein paar Flops mit dabei. Und bei zwei Produkten musste ich tatsächlich auch die Anwendung abbrechen. Ich habe die Produkte dementsprechend bis auf zwei komplett aufgebraucht. Und hier habe ich mein kleines Kästchen. Ne? Ich habe die Produkte bekommen dadurch, dass ich zum Beispiel diesen Strumpf mir gekauft habe oder zwei Strümpfe. Und auch durch Adventskalender waren auch kleine Geschichten mit dabei. Und in Trashy hatte ich auch noch das ein oder andere, sodass ich halt wirklich eine komplette Skincare-Routine hatte. Hier konnte ich wirklich einen Langzeittest machen und tatsächlich hat sich auch was in meinem Gesicht getan, was ihr auch mitbekommen habt, denn ich habe die ganze Zeit genörgelt und euch gesagt, wie trocken meine Augen sind. Ja, ich weiß jetzt warum. Um es mal so zu sagen. Nun, also, wir schauen uns das jetzt einfach mal an und ich starte auch wirklich mit der Reinigung. Das ist immer so der erste Schritt für mich von dem Ganzen. Ne? Und da haben wir hier ein Reinigungsgel, ein Reinigungsöl ist es vielmehr. Zitrusöl, Radiance Cleanse, Goddess Cleansing Ritual 1. Das ist einmal der erste Schritt gewesen. Und dieses Produkt hat nicht nur nicht gut abgeschminkt, sondern ich konnte dieses Zitrische halt auch nicht haben. Also das war auf meinem Gesicht leider nicht gut. Ich habe einfach direkt gemerkt, dass ich das Produkt drauf gemacht habe. Und es ist halt nicht meine Ambition, dass wenn ich mich abschminke, dass ich das Produkt auf meinem Gesicht merke, dass es irgendwas in meinem Gesicht macht. Es hat sich unangenehm angefühlt. Und als ich dann auch noch unter der Dusche den zweiten Schritt verwendet habe, habe ich gedacht, ich müsste die Wände hochgehen. Also das war gar nicht gut. Alle beide sind bei mir komplett durchgefallen. Das hier war zu reizend, das hier war zu austrocknend. Und obwohl das irgendwie auch online stand, dass das Ganze irgendwie mega gut auf Feuchtigkeit spenden soll und so, nein. Mir sind Wimpern davon ausgefallen, meine Haut ist dadurch gereizt worden. Da habe ich dann relativ schnell dieses Produkt schon abgesetzt. Ich glaube, 2-3 Mal habe ich das verwendet, ne? Ja, ich habe mich hart als Versuchskaninchen gegeben, Leute, ich sag's euch. Und das hier habe ich ein bisschen öfter verwendet. Aber ich glaube, so nach einer Woche habe ich einfach gesagt, nee, also meine Haut fühlt sich einfach viel zu trocken dadurch an. Es ist richtig quietschesauber geworden. Ist vielleicht was. Und das ist halt eben die Sache. Ich habe eine trockene, sensible Haut und meine Erfahrung bezieht sich ja nur auf meine persönliche Anwendung, die ich mit den Produkten hatte. Ne? Wenn eure Haut anders ist, ist das Ergebnis gegebenenfalls auch anders. Das heißt, wenn das eure Lieblingsprodukte sind, fühlt euch bitte nicht auf den Schlips getreten. Ne? Bei mir haben sie halt einfach nicht funktioniert. Es ist für meine trockene, sensible Haut einfach nicht geeignet. Die beiden werden weitergegeben und ich werde das mit einem Hinweis weitergeben, dass das nur sehr robuste Haut verwenden sollte. Gegebenenfalls auch vielleicht sogar eine ölige Haut oder eine Mischhaut. Das wäre vielleicht eine sinnvolle Sache. Aber das ist tatsächlich einfach zu intensiv, zu krass für meine Haut gewesen. Als ich dann aus der Dusche raus war oder halt morgens, wobei das habe ich eher abends verwendet, bin ich dann mit diesen beiden Produkten unterwegs gewesen. Ich habe erst angefangen, mir dieses Charlotte's Magic Hydrator Mist aufzusprühen, habe dann aber relativ schnell auch schon gemerkt, dass es meine Augen gereizt hat, also quasi meine Augenlider. Ne? Wenn man sich das aufsprüht, machst du ja die Augen zu und sprühst es dir auf. Das hat nicht funktioniert, deswegen habe ich mir das auf ein Wattepad gegeben, auf ein wiederverwendbares Pad und habe das über mein Gesicht gegeben. Hier hast du Hyaluronsäure mit dabei und Niacinamide. Hyaluronsäure soll ja Feuchtigkeit spenden, Niacinamide sind dafür da, um halt auch so ein bisschen aufhellend zu wirken, Pigmentflecken aufzuhellen und das ist ein richtiger Wirkstoff, der arbeitet im Gesicht. Und ich habe einfach gemerkt, dass das hier schon ein okayes Produkt war. Ja, schon, habe ich aufgebraucht, ne? Aber das ist nichts, was ich jetzt so wiederholen würde, wieder kaufen würde, weil das einfach für meine Haut zu viel ist. Wenn ich Niacinamide verwenden möchte, dann nehme ich das als mildes Serum und trage mir das halt wirklich vielleicht so 2-mal die Woche auf. Das reicht. Mehr braucht meine Haut auch einfach nicht. Wenn man jetzt aber jemand ist, wie gesagt, robuste Haut, go for it. Macht es gerne. Ich weiß jetzt auch tatsächlich nicht, wie das hier mit Duftstoffen oder so aussieht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde schon, dass alle Produkte relativ beduftet waren. Die hatten alle einen gewissen Duft. Ob das Parfümstoffe sind oder ob das die Komponenten der Produkte an und für sich waren, das weiß ich gerade aus dem Stegreif nicht. Ne? Nun, wie gesagt, das hier war noch okay. Das war auch relativ
relativ mild, was halt einfach ein Klopper war und was ich dann auch wirklich nur alle paar Tage verwenden konnte und nicht jeden Tag, war dann dieser Toner, der Glow Toner mit Niacinamiden. Der soll halt auch wirklich die Poren verfeinern und so weiter. Also fand ich nicht so großartig. Hier steht auch drauf, avoid the eye area. Auf jeden Fall. Macht das nicht auf eure Augenpartie drauf, weil das ist ein Produkt, der hat auch wirklich Wirkstoffe drin und das ist schon ein Klopper. Ne? Also der macht auch wirklich was auf dem Gesicht. Und da würde ich tatsächlich auch bei allen beiden Produkten, einfach weil ich gemerkt habe, dass da halt auch wirklich Kabitjes hinter sitzt, beide eher abends anwenden und nicht in Kombination mit Vitamin C. Also als ich das dann halt auch... Ich meine, gut, das ist nur ein Cleanser, ne? Aber da ist ja auch irgendwas mit Zitrus drin und ich denke halt auch Vitamin C. Wenn das irgendwie dann irgendwie zusammenkommt, kann ich mir vorstellen, dass es einfach zu viel auf der Haut ist und dass es die Haut einfach zu sehr bearbeiten möchte, ne? Dementsprechend, ja, waren das einfach bislang jetzt gerade so nicht so die Produkte, die in meinem Gesicht halt auf die milde Art und Weise, wie ich das halt einfach brauche, gewirkt haben. Das war einfach zu viel, ne? Dann habe ich Serum verwendet. Dieses Magic Serum von Charlotte Tilbury mag ich persönlich ganz gerne. Das würde ich eher morgens empfehlen, weil das halt auch tatsächlich einen optischen Glow mit dabei hat, ne? Das ist eine schöne Sache. Die Inhaltsstoffe muss ich mir nochmal durchlesen. Da weiß ich nicht genau, was jetzt dafür zuständig war, aber es hat auf jeden Fall Feuchtigkeit gespendet. Es, bei mir persönlich, ne, es hat dafür gesorgt, dass mein Gesicht auch einen Glow hatte. Dementsprechend fand ich das auch sinnvoll, das morgens anzuwenden. Weil wenn ich das abends verwende, sage ich ja immer ganz gerne Perlen vor die Säue. Was soll mein Kissen mich strahlen sehen? Dann soll mich nur schlafen sehen. Und dementsprechend, ja, war das für morgens toll. Ich hatte das auch schon mal. Kann man sogar als Primer auch verwenden. Für mich auf jeden Fall ein schönes Produkt, was ich empfehle für Leute, die jetzt, ich glaube, wie gesagt, dass da Parfümstoffe drin sind. Ich denke, dass die Leute, die halt sehr sensibel auf Parfümstoffe reagieren, damit Probleme haben könnten. Aber im Großen und Ganzen glaube ich, dass man damit seine Freude hat. Dann habe ich hier ein weiteres Produkt und zwar, yo, das Collagen Superfusion Facial Oil. Ich habe ja gesagt, ich habe eine super trockene Haut, aber das hier war mir persönlich sogar zu viel. Ich habe das nachher aufgebraucht auf meinen Beinen, weil das einfach in meinem Gesicht zu viel war. Aber das lag daran, dass ich das halt auch mit der Night Cream zusammen verwendet habe. Wenn ich das separat voneinander verwendet hätte, sprich dieses Öl halt wirklich nur abends verwenden und dann entsprechend einziehen lassen und dann vielleicht eine halbe Stunde später eine Nachtcreme verwenden, die jetzt nicht die Charlotte's Magic Night Cream ist, ne? wäre das wahrscheinlich super gewesen. Aber in dem Zeitraum, wo ich das halt getestet habe, habe ich alle Produkte halt auch gleichzeitig angewendet. Ich habe sie langsam einschleichen lassen in meinen Pflegeroutinenprozess, ne? Um da halt meine Haut nicht allzu sehr ausrasten zu lassen. Genauso wie ich sie dann auch später ausschleichen lassen habe, als ich wieder andere Produkte in Anwendung genommen habe, kann ich auch nur empfehlen. Leute, die eine super unsensible Haut haben, haben da wahrscheinlich gar keine Probleme mit. Ich merke es halt immer mehr, dass wenn ich halt Pflegeprodukte verwende, dass ich da auch freundlich zu meiner Haut sein sollte und sie nicht allzu sehr überfordern sollte. Ne? Nur mal so von meiner Warte aus. Wie gesagt, das war tatsächlich da ein bisschen viel. Kollagene sind halt auch einfach sehr, sehr ölig. Ne? Deswegen ist es auch ein Gesichtsöl. Selbst im Winter halt wirklich krass. Aber es war schon ein krasses Produkt, also es hat auch richtig krass halt gemacht, dass die Haut nicht die Feuchtigkeit verliert, dass die Feuchtigkeit nicht ausdunstet. Ich glaube, weil ich halt vorher auch diese Toner verwendet habe, war das einfach nicht so sinnvoll, weil ich, also ich würde tatsächlich, das ist halt jetzt schon das Fazit, ich würde die Produkte einzeln voneinander schon empfehlen, aber ich glaube in Kombi alles gleichzeitig zu verwenden, das könnte einfach zu viel sein, zu viel des Guten. Weil dieses Produkt würde ich persönlich super gut in Kombination sehen, wenn man halt vorher einen sehr feuchtigkeitsspendenden Toner verwendet, der auch hautberuhigend ist, ne, der sanft zur Haut ist abends. Und sich das dann halt drauf macht, vielleicht auch zwischendurch, also bevor man das verwendet und nachdem man den Toner verwendet hat, noch irgendwie eine schöne Tuchmaske auflegen, die halt auch nochmal Feuchtigkeit spendet und so. Dann halt das Öl drüber geben, das Ganze schön einwirken lassen und dann nochmal eine sanfte Nachtcreme drüber geben. Ich glaube, das ist wirklich cool und das kann auch wirklich was werden. Aber wie gesagt, in Kombination mit der Nachtcreme von der lieben Charlotte ist halt ein bisschen viel ölig und flutschig gewesen. Naja, wie gesagt, habe ich dann leider an meinen Beinen aufgebraucht, was echt traurig war. Aber nun, ne?
kann man dann wahrscheinlich als einzelnes Produkt in einer anderen Pflegeroutine gut verwenden. Dann gehen wir zu der Augencreme. Und das ist auch tatsächlich das Produkt gewesen, was meine Augenpartie, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, das hat da echt was angestellt. Ne? Ich glaube, hier ist nämlich Retinol drin. So, das ist die Magic Eye Rescue Cream. Eye Cream to help brighten and reduce the appearance of wrinkles. Ja, sie hat definitiv auch dazu geführt, dass meine Augen glatter aussahen. Aber nach einer gewissen Zeit habe ich einfach festgestellt, dass sie immer rauer wurden. Also das hat wirklich, also wir haben hier tatsächlich auch eine Augencreme, wo auch tatsächlich sogar drin steht, dass unter den Augen die Augenpartie halt besser aussieht. Also ist sie wahrscheinlich auch gar nicht dafür ausgelegt, dass man sie auf dem Auge anwendet. Das heißt, es war ein Anwenderfehler von meiner Seite. Ich verwende Augencremes halt rund um meine Augen drumherum. Das heißt, sowohl unter meinen Augen als auch auf meinen Augenlidern drauf. Ne? Einfach, weil ich mich zum Beispiel so wie heute auch intensiv schminke und dann möchte ich meinen Augen auch die entsprechende Pflege geben, was ich ja mit einer Augencreme mache. Aber halt eben diese Geschichte mit dem Vitamin A bzw. mit dem Retinol ist halt etwas, was bei mir nicht so gut funktioniert hat, was meine Augenpartie offensichtlich nicht verträgt. Was ich bestätigen kann, ist, dass meine Augenpartie hier, also ich habe es halt, ich lache, ich habe hier halt Falten. Ne? Ich sehe es zum Beispiel an meinen Thumbnails, die ich gemacht habe in der Zeit, wo ich die angewendet habe. Da habe ich hier tatsächlich ein paar weniger Falten gehabt, ja. Aber ob ich dann dafür in Kauf nehmen möchte, dass meine Augenpartie dann dementsprechend empfindlicher geworden ist und ich dadurch, dass ich es halt auf den Augenlidern angewendet habe, auch nachhaltig, Wochen später, noch eine sich pellende Haut habe, die sich halt immer noch versucht zu regenerieren, sei mal so dahingestellt. Ne? Auch hier halt wieder ein Produkt, was für unsensible Haut sehr gut geeignet ist. Sensible Haut wird da vielleicht ihre Probleme mit haben und definitiv meine Empfehlung nur abends anwenden. Das mit dem Retinol habe ich persönlich nämlich ein bisschen spät gelesen. Ich habe mir gedacht, komm, das ist jetzt einer der größten Tiegel, die ich hier mit dabei habe. Mit 15 Millilitern nimmst du die morgens und abends. Bis ich dann irgendwann mal gelesen habe, dass da Retinol drin ist. Oh nee, besser nicht morgens anwenden, weil Sonne, ne, ist nicht so geil. Die Magic Night Cream ist was für Leute, die eine Haut haben, die sehr feuchtigkeitsbedürftig ist und wie gesagt nicht in Kombination mit einem Gesichtsöl anwenden, weil das ist einfach zu viel. Abgesehen davon vertragen sich Gesichtsöl und also die Nachtcreme jetzt auch nicht direkt miteinander. Das heißt, wenn man die direkt nacheinander aufgetragen hätte, das hat sich schon so ein bisschen gerollt. Ne? Also ein bisschen habe ich da trotzdem auch immer warten müssen. Also Beauty Sleep in der Cream Elixir. Yo, das würde ich tatsächlich aber nicht machen, die Creme aufzutragen und dann direkt schlafen zu gehen, weil das ist Butter. Das ist wirklich Butter hier drin. Das ist buttriger als Butter. Das ist der Hammer. Also so ölig, wie dieses Produkt ist, das ist vor allem auch ein Öl, was sehr, sehr lange braucht, um einzuziehen. Also wow, das fand ich schon krass, aber ich persönlich habe es gefeiert, weil meine Haut es braucht, meine Haut braucht Feuchtigkeit, meine Haut muss auch vor Feuchtigkeitsverlust bewahrt werden. Aber ich war schon sehr klebrig, als ich das aufgetragen habe. Hier haben wir auch richtig krasse Inhaltsstoffe drin. Du hast hier sowohl Retinol am Start, als auch Q10, als auch dies, das, Ananas. Weswegen ich diese Creme dann auch nur Leuten so empfehlen würde, zweimal pro Woche. Dann auch vielleicht nicht unbedingt in Kombination mit der Augencreme, weil das dann vielleicht Retinol mit Retinol ist. Dann auch aufpassen, dass wenn man halt an dem Tag ein Peeling gemacht hat, am Abend halt auch, ne, dass man die nicht unbedingt verwendet, weil wie viel willst du deine Haut peelen? Ja, das ist halt echt immer so eine Sache. Also das ist nicht eine Creme, die ich für jeden Abend empfehlen würde, sondern die würde ich wirklich gezielt einsetzen, wenn die Haut halt wirklich gerade sehr, sehr feuchtigkeitsbedürftig ist oder keine Ahnung, einfach man, selbst wenn man eine Kur machen möchte damit oder so, kann man ja auch, ne, dass man halt wirklich 7 Tage lang sich die Creme gönnt. Aber dann holt euch wirklich die kleine Größe. Da braucht man nicht die große Größe von. Und das ist auch eine gute Bügelcreme. Also die macht auch wirklich was mit dem Gesicht. Seid euch aber dessen bewusst, dass die Konsistenz davon krass ist und dass man nicht direkt schlafen gehen kann. Also ich habe wirklich so 1-2 Stunden gebraucht. Ne? Und dann war es halt einigermaßen eingezogen. Ansonsten klebt das Kissen an deinem Gesicht. Das wollen wir nicht. dann kommen wir hier zu einem Klassiker, den ich morgens verwendet habe. Das ist hier diese ganz klassische Magic Cream. Die ist super. Ne? Die gibt es auch in einer leichten Variante mittlerweile. Aber diese klassische Variante ist schon das, was meine Haut sehr gut mag. Auch morgens konnte ich die ganz gut verwenden. Im Sommer wäre die vielleicht sogar ein bisschen schwer für mich. Aber im Großen und Ganzen ist die Magic Cream wirklich auch eine sehr empfehlenswerte Sache und vollkommen zu Recht auch eine gehypte Creme. Ne?
ich mag sie, mir gefällt sie, meine Haut gefällt sie vor allem auch. Ich denke auch, dass wir hier sehr gute Inhaltsstoffe drin haben, die die Haut auch schön pflegen werden und dass das dann halt auch der Grund ist, weswegen meine Haut das gerne mochte. Ne? Und deswegen, also das ist auch eine Creme, wenn ich die irgendwo in Boxen drin habe oder so, die würde ich liebend gerne auch wieder verwenden, genauso wie das Serum auch. Das sind zwei Produkte, die ich auch im Vorfeld schon kannte. Ne? Das ist halt vor allem auch eine Creme, das muss ich wirklich sagen, die hat sich auch super mit Lichtschutzfaktor vertragen und auch mit Make-up. Ne? Also das ist wirklich auch ein guter Primer. Und vollkommen, das ist eine große Empfehlung tatsächlich. Und auch mit einer Empfehlung abschließen möchte ich dieses Video tatsächlich positiv beenden. Charlotte's Magic Lip Oil Crystal Elixir. Ein wundervolles Lippenöl, Lippenpflegeprodukt, ne? Was ich leider zu spät angefangen habe zu verwenden, weil ich hatte das wahrscheinlich schon einfach ein bisschen zu lange in meiner Backup-Sammlung drin, denn den letzten Rest kriege ich nicht mehr, weil das einfach nicht mehr gut riecht. Das ist mir halt im Laufe der Zeit gekippt. Das hast du manchmal bei Produkten. Das ist auch nur 12 Monate nach Anbruch haltbar. Gut, so lange hatte ich das jetzt nicht in Daueranwendung, aber es kann halt einfach durchaus mal sein, dass es dann irgendwie einfach im Laufe der Zeit auch kippt. Passiert. Kann sein, dass ich das vielleicht auch schon ein Jahr im Schrank liegen hatte. Ne? Ja, das hat die Lippen sehr schön gepflegt, mit Feuchtigkeit versorgt und das war auch sehr angenehm. Also da ist nicht jetzt irgendwie was Klebriges gewesen oder so und ein sehr, sehr schönes Lippenöl, was auch eine große Empfehlung ist von meiner Warte aus. So, das war jetzt einfach mal meine Review zu den Produkten von Charlotte Tilbury. Ich hoffe, dass ich jetzt hier mit keinem auf die Füße getreten habe. Ich wollte halt einfach für euch mal so ein bisschen Versuchskaninchen spielen, so ein bisschen was testen. In den nächsten Monaten habe ich mir auch vorgenommen, also so Richtung Sommer vielleicht, so Richtung Balea Isana mal zu gehen, um da auch mal in der Drogerie zu schauen. Ne? Hattet ihr euch gewünscht, dass ich auch mal einfach andere Marken als Dalton teste, ich weiß. Das ist für mich halt immer so die Bank, wo ich dann immer wieder auch drauf zurückkomme, um halt wieder meine Haut zu regenerieren. Das hört sich echt hart an, Leute. Ne? Aber ich teste gerne, ich gebe euch gerne Empfehlungen und Empfehlungen, kann euch vielleicht auch Tipps und Tricks mit an die Hand geben. Vielleicht konnte euch das auch weiterhelfen, ne? Dass ihr jetzt wisst, wie ihr welches Produkt am besten verwenden könnt, kombinieren könnt oder welche Produkte ihr am besten nicht miteinander kombinieren könnt. Nun, ja. Das war es hier schon wieder von mir. Ich hoffe, dass ich euch hier, wie gesagt, ein bisschen helfen konnte und unterhalten konnte. Wenn dem so ist, dann würde ich mich über ein Däumchen freuen, denn das wäre ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.